Wir haben ja gemeinsam mit dem damaligen Partner Oberbank den Businesslauf überhaupt ins Leben gerufen und sind eigentlich froh und stolz, dass er sich so entwickelt hat, wie er heute dasteht. Das einzige Problem, das wir eigentlich gehabt haben, ein Luxusproblem, ist, dass all die, die dann da mitlaufen wollten, nicht mitlaufen konnten, weil es einfach immer zu viele waren. Und deswegen arbeiten wir genau an diesem Problem und es scheint uns zumindest schrittweise zu gelingen. Naja, wer so eine Altstadt hat, wie Salzburg sie vorweisen kann, mit Weltkulturerbe und einfach wunderschön, deswegen kommen so viele Touristen über das ganze Jahr hierher, der braucht kein weiteres Argument, warum man dort einen Lauf veranstaltet. Ich glaube, was Schöneres gibt es einfach nicht. Ja, wenn ich selber mitlaufen würde und nicht quasi organisatorisch tätig wäre, dann wäre meine Erwartung relativ gering. Ich würde eigentlich aus dem Grund mitlaufen, aus dem eigentlich viele mitlaufen, nämlich aus Spaß am Laufen und der Weg ist das Ziel. Also die Zeit wäre mir ehrlich gesagt völlig egal und auch die Platzierung, sondern ich glaube, es geht einfach nur darum, im Team mit Arbeitskollegen einen Spaß am Laufen zu haben und das Ziel zu erreichen.